Hi ho, willkommen zurück hier bei Monster Hunter Generations für den Nintendo 3DS. Beim letzten Mal haben wir gegen Gendron gekämpft und auch ein paar Renoplos gemacht. Und ich habe ja gefragt in der letzten Folge, ob ihr damit einverstanden wärt, wenn wir alle Quests machen oder ob wir nur die Key-Quests machen sollen. Ihr habt euch dann entschieden oder habt dann weitestgehend gesehen, sage ich mal, eher so, dass doch eher die Lust besteht. Ich sehe gerade irgendwie. Kann das sein, dass der zweite Bildschirm gerade hängt? Moment, müssen wir ganz kurz was nachschauen. So, jetzt ist der Touchscreen, jetzt müsste wieder funktionieren. Genau, der hat sich gerade aufgehangen. Sorry dafür. Man gerade gar nicht gesehen hat hier, was das für Quests sind. So, jetzt aber. Ja, und deswegen machen wir jetzt hier, würde ich sagen, mit den Quests einfach weiter. Denn das ist für euch angenehm, sage ich mal so. Dass wir erstmal alles durchklöppeln. Wird ein bisschen dauern dann jetzt aber wir machen einfach ja so weiter wie jetzt vereinbart. Das heißt, ich würde jetzt hier einfach der Reihe mal nach weitergehen. Bedeutet, wir machen jetzt hier die Makaus und dann als nächstes die Bären. Das dürften wir in dieser Folge noch schaffen. Dann möchte ich vorab sagen, nochmal, weil ich da auch gemerkt habe, dass es da auf Twitter Fragen gab, beziehungsweise auch sich wahrscheinlich einige Leute so fragen, was jetzt los ist. Die letzten zwei Tage kam jetzt nichts, ne? Und ich habe ja gesagt, ich setze ja an, jetzt täglich immer hier Monster Hunter etwas zu uploaden. So, ganz kurz schauen, in welchem... Ah, es ist im Grenzland, okay, dann brauche ich kein Kältegetränk. Ich habe ja gesagt, ich möchte versuchen, täglich abzuloaden, aber das klappt nicht immer und deswegen möchte ich mich auch hier nochmal bei euch entschuldigen. Ich lese die Quest dann gleich nochmal vor, darf ich nicht vergessen. Dass es nicht immer klappt, denn ich habe nicht immer so viel Zeit, dass ich wirklich jeden Tag was uploaden kann. Auch ich kann auch nicht jeden Tag immer aufnehmen, das funktioniert leider auch nicht. Also dass es manchmal dann sein kann, dass Folgen andauern, sage ich jetzt mal so. Also das ist ein bisschen, dass es mal wie jetzt zum Beispiel zwei Tage Pause geben kann. Das kann passieren, ne? Stellt euch bitte darauf ein. Und nicht, dass ihr jetzt sagt, oder das als Versprechen nehmt, dass ich jetzt gesagt habe, so, ja, jetzt kommt jeden Tag eine Folge. Ich habe gesagt, ich versuche es, ne? Es ist auf jeden Fall angesetzt für mich, das Ziel, jeden Tag eine Folge zu bringen. Wird aber nicht immer klappen, da ich nicht immer die Zeit habe. Und auch hier möchte ich nochmal erwähnen, als zweiten Punkt, selbst wenn ich mal die Zeit habe, und das war gestern zum Beispiel so, gestern hätte ich die Zeit gehabt, was aufzunehmen und auch noch eine Folge hochzuladen. Nur gibt es auch manchmal Tage, da habe ich einfach, ja, also keine Lust kann man nicht sagen, Lust habe ich schon, aber irgendwie keine, also die Stimmung halt ist von mir aktuell, ich fühle mich manchmal nicht so, jetzt etwas aufzunehmen, ne, wenn ich jetzt irgendwie mich ein bisschen schlechter fühle oder halt über Sachen nachdenke und, sagen wir mal, so bedrückte Stimmung selber habe, dann möchte ich das nicht oder kann ich es schwer in einem Video, wenn ich ein Video jetzt aufnehme, verbergen. Deswegen möchte ich, dass ihr da mal drüber hinweg seht. Das heißt, ab und zu werden hier mal noch ein paar Tage immer Pause sein zwischen neuen Folgen und so, aber ich werde es so gering wie möglich halten, ne, dass ihr nicht so lange warten müsst, so wie heute. Deswegen ist auch diese Folge jetzt nicht pünktlich 15 Uhr gekommen, sondern ein bisschen später, weil ich die Folge hier jetzt gerade aufnehme am selben Tag, wie die jetzt hier rauskommt und es nicht pünktlich schaffe, die 15 rauszuhauen, deswegen wundert euch nicht. So, dazu mal jetzt die Ansprache, jetzt gehen wir mal weiter hier ins Spiel. Verlässliche Dörflerin sagt, die ständigen Makau-Angriffe im Jura-Grenzland werden zu einem echten Problem für alle Reisenden. Kannst du diesen rumhopsenden Rabauken nicht irgendwie Einhalt gebieten? Und das können wir, beziehungsweise das versuchen wir jetzt mal. Ja, und wie schon erwähnt, ne, seid mir da bitte nicht böse, wenn mal keine Folgen kommen oder Folgen mal zu spät kommen. Wie gesagt, ich sage das jetzt eigentlich mal weitestgehend dann hier schon im Voraus. Ne, so wie jetzt bei dieser Folge. Dass das normal ist, dass die jetzt etwas später kam. Vielleicht erst heute Abend, ich weiß nicht, wann der Upload und so und das Rendern dieser Folge hier fertig sein wird. Aber wie gesagt, ich bitte das
dass ihr dies auch bedenkt, ne? Also ich möchte halt nicht, das habe ich mir auch damals so zum Standard gesetzt. Ich möchte zwar versuchen, jeden Tag eine Folge rauszubringen, aber ich möchte auch Videos hochladen, die mir entsprechend auch von der Qualität her, sage ich mal, also soweit es geht, auch vom Commentary her, also von dem, was ich sage, auch gefällt. Weil ich möchte nichts hochladen, wo ich merke selber, ich habe da schlechte Laune oder ich muss jetzt hier meine schlechte Laune überspielen und so, weil das kann ich dann auch meist nicht. Und wenn ich halt selber merke, ich habe irgendwie überhaupt gar keine Motivation, überhaupt gar keinen Nerv dafür, jetzt dieses Spiel zu spielen, dann lasse ich es halt auch sein, ne? Also das bringt halt uns allen nichts, so sag ich mal, also dem Zuschauer, also dir jetzt gerade, der es guckt nicht. Und mir bringt es nichts, wenn ich jetzt da ein Spiel spiele oder Konzerte spiele und man raushört, dass ich eigentlich überhaupt gar keine Lust habe, beziehungsweise Lust schon, aber überhaupt nicht, ja, in der Stimmung bin, gerade das Feeling, so gesehen, dieses Jagdfeeling, ja, wiederzugeben. Sondern, dass ich eher so, ja, mach mal, oder, jetzt hier, Macau, schön. Also, das will ich halt nicht, ne, ich will jetzt hier kein namens Video bringen, denn für mich sollen die Videos ja in erster Linie, und das habe ich mir auch viel gesagt, damit schon so als Ziel gesetzt, zur Unterhaltung dienen, ne? Deswegen rede ich auch kaum oder möchte ich auch nicht in den Videos darüber reden, ja, was mich gerade so bewegt, was gerade so mir so diese Demotivation gibt im Leben, weil ich finde halt, diese Videos sollen eine Unterhaltung dienen, ich möchte mich auch nicht ausheulen und sowas, darauf habe ich auch ehrlich gesagt keine Lust. Ich möchte eher, dass ihr auch Spaß daran habt, diese Videos zu gucken und nicht irgendwie, ja, das Leid oder der Leid jetzt nicht, das klingt immer alles so drastisch. Ich will das nicht so heftig rüberkommen lassen, sonst gibt es ja einige unter euch, die sich vielleicht Sorgen machen und dann sagen so, nein, was ist los, Martok, rede mit uns. Aber es ist nichts Schlimmes, sage ich mal so, es ist wirklich überhaupt nichts Schlimmes, so dass man jetzt sagen müsste, ja, meine Existenz ist in Gefahr oder so, nein, sowas ist es halt überhaupt nicht. Aber man macht sich halt so im Leben schon zwischen einigen Punkten oder bei einigen Punkten halt Gedanken, was man noch so erreichen will oder, ja, wo man sich halt im Leben noch so sieht. Na, auch später, in wie vielen Jahren man sich an bestimmten Punkten sieht oder ob man sich überhaupt an bestimmten Punkten sehen kann. Was weiß ich, wie zum Beispiel in 10 Jahren. So, was ist in 10 Jahren? Was mache ich da? Was werde ich machen? Wo sehe ich mich halt selbst in 10 Jahren? So eine Geschichte halt momentan und so viel kann ich halt nur mal sagen oder beziehungsweise so viel werde ich jetzt auch nur noch sagen. Um das Thema damit abzuschließen und nicht noch mehr hier rumgesülze, hier rum labern zu müssen. Es ist halt bei mir so, dass die aktuelle Lage beziehungsweise meine aktuellen Zukunftsblicke nicht vorhanden sind. Halt, ich habe halt für mich momentan kein Ziel vor Augen, was ich so wirklich machen will, wo ich mich halt so wirklich in der Zukunft sehe, und das ist halt an manchen Tagen, in manchen Momenten, sagen wir mal, sehr belastend auch. Weil man natürlich ja irgendwo im Leben, das kennt ja wahrscheinlich der eine oder andere von euch auch, man möchte ja irgendwo sein, ne? Man möchte einen festen Punkt haben, einen festen Stand, sag ich mal, im Leben ja so besitzen, dass man sagen kann, so, ja, hier bin ich, hier fühle ich mich wohl oder das möchte ich erreichen, da fühle ich mich wohl. Und damals hatte ich solche Sachen, damals noch, wo ich in meiner Ausbildung war und so, oder wo ich auch selber Schule gemacht habe, da hatte ich noch solche Ziele vor Augen und habe mir genau vorgestellt, was ich machen will und wusste genau, das ist mein Weg, das ist das, was ich mir wünsche, aber das ist aktuell halt weg. So, und ich weiß nicht, warum das weg ist, keine Ahnung, da kann mir auch, wie gesagt, keiner helfen. Aber so viel, wie gesagt, so viel sei erstmal nur dazu gesagt, dass es halt eines der Gründe ist, warum manchmal keine Videos kommen, weil ich mich halt einfach, ja, gemütstechnisch, wenn ich wieder über solche Sachen nachdenke, nicht fühle, ne, nicht so danach fühle, jetzt ein Video aufzunehmen, wenn mein Kopf gerade am Grübeln ist, ja, was willst du machen? Wie geht's weiter mit deiner Zukunft? Da habe ich dann keine Lust, ein Video aufzunehmen, wenn mein Kopf da gerade, ja, sag ich mal,
wenn die Gedanken gerade rotieren, ne, und sich alles im Kopf bewegt und man eh keinen klaren Gedanken fassen kann und sich nur auf diese ganze Thematik konzentriert. Was will ich werden? Was will ich noch machen? Wer bin ich? Nee, wer bin ich jetzt nicht? Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, ne? Ist halt schwierig so. Vielleicht verstehen das auch einige von euch nicht, weil sie ja jünger sind und, oder vielleicht auch andere, die halt genauso alt sind wie ich, aber Ziele im Leben haben, weil ich wünsche das keinem, ne? Und ich kann es nachvollziehen, wenn jetzt jemand... Kann man hier nicht... Muss hochklettern, ne? Ah, okay. Ich wünsche es halt keinem von euch, dass es mal einem von euch passiert, das wäre nicht so toll. Weil man fühlt sich echt komisch dabei, beziehungsweise man hat so eine innere Leere, sage ich mal. Wenn man so merkt, wie eigentlich habe ich gar nichts mehr im Leben so, was ich erreichen möchte, sage ich mal. So geht es mir halt, wie gesagt, aktuell. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe keine klaren, definierten Ziele. Und, ich meine, es klingt immer so heftig, ne? So ist es aber nicht, weil es klingt jetzt irgendwie so, ja, ich habe mit meinem Leben abgeschlossen, aber so ist es ja nicht. Ich habe mein Leben an sich ja nicht abgeschlossen. Ja, nicht, dass es jetzt bei einigen so rüberkommt, das möchte ich jetzt auch nochmal hier klären. Nicht, dass ihr denkt, ich habe jetzt irgendwelche heftigen Komplexe oder so und oder bin jetzt so richtig krass depressiv. Dass ich sage, oh, mein Leben hat keinen Sinn mehr. So ist es nicht, hier nochmal betont, ne? Nein. Weg mit den Gedanken. Nehmt sie weg und schiebt sie woanders hin. Ja, so ist es halt auf jeden Fall nicht. Also ich habe mit meinem Leben nicht jetzt abgeschlossen. Aber ich habe irgendwie damit abgeschlossen, ja, was ich halt zukünftig machen will. Ich habe da echt keine Motivation und auch kein Ziel vor Augen. Und das ist, wie gesagt, an manchen Tagen, in manchen Momenten sehr belastend. Und jetzt habe ich ja doch über das Thema die ganze Zeit geredet. Das wollte ich eigentlich nicht tun. Aber wie gesagt, ich möchte, dass die Videos hier erst unterhaltungsmäßig sind, also der Unterhaltung halt dienen und nicht das Leid eines einzelnen Menschen hier euch näher bringt und ihr dann selber noch irgendwie depressiv werdet oder sowas, wenn ihr sowas hört. Ich möchte auch nicht, dass ihr euch das so krass zu Herzen nimmt, weil mir geht's ja gut soweit. Er hat bloß diese eine Sache. Und auch der Grund, und das will ich halt euch auch nicht in dem Sinne verschweigen, das ist halt auch unter anderem der Grund, warum es mir momentan keinen Spaß macht. So kann ich sagen, Lust habe ich schon, aber es macht mir keinen Spaß, dann YouTube-Videos aufzunehmen, wenn ich weiß, ich fühle mich nicht danach. Ne, ich fühle mich nicht so. Ich weiß, dass meine Stimmung dann unten ist. Und ich auf jeden Fall, ja, nicht so wie jetzt hier so ein bisschen heiter und fröhlich kommentieren würde, sondern eher so ein bisschen gedrückte Stimmung halt habe und ihr dann auch merkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und das muss ja nicht sein. So, oh. Jetzt habe ich das komplett übersprungen, ich bin auch blöd. Weil ich gerade in der Diskussion war, ich wollte natürlich immer alles vorlesen, das tut mir jetzt leid, dass ich das übersprungen habe. Ich kann sonst nochmal laden und dann lesen wir das gleich nochmal. Überleg, ob ich das jetzt mache. Jetzt habe ich das komplett übersprungen. Das war natürlich dämlich von mir. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Setze ich immer ganz kurz einen Schnitt. Gleich wieder da. So, da sind wir wieder zurück. Das tut mir echt leid, dass ich mich da so doll verhaspelt habe und das einmal weggeklickt habe. Ich war gerade gewohnt, irgendwie normal zu reden mit irgendjemandem, der mir gerade zuhört. Also ihr. Aber habe total vergessen, dass wir hier alles mitnehmen. Deswegen jetzt die verlässliche Dörflerin. Mal sehen, was sie sagt. Dadurch, dass wir es jetzt abgeschlossen haben. Die Gilde hat mir gesagt, dass du dich um die Makaus gekümmert hast. Vielen Dank, Jäger, im Namen des ganzen Dorfs. Ich wollte dir wirklich nicht zur Last fallen. Aber ich habe geahnt, dass du uns nicht hängen lassen würdest. Vielleicht hast du ja gesehen, dass in deiner Belohnung auch eine Sternguckerblume ist. Das ist ein kleines Geschenk von uns hier im Dorf. Erneut, vielen Dank. Ja, kein Problem. So, das hatten wir dann auch mit erledigt. Gibt es hier noch jemanden, der uns was beibringen will? Nee. Dann wahrscheinlich hier nebenan. Auf der Alm ist wahrscheinlich wieder irgendwas. Ja, der Almhelfer will uns was sagen. Du warst sehr eifrig und hast Kameraden mit auf die Jagd genommen. Als Dank dafür bereite ich dir dieses Geschenk. Ich hoffe, dass du dich auch weiter um so deine Kameraden kümmerst. Natürlich werde ich das tun.
Also, Kameradenschein kommt hier rein. Wie sieht's hier aus? Habe ich hier schon was in Auftrag gegeben? Objekte vermehren, genau. Nee, da haben wir noch niemanden. Was haben wir denn hier? Seltene Güter. Ach ja, die ganzen Titel gucke ich mir mal später an. Dann hier auch die ganzen Hintergründe. Und Haustier-Outfits. So, momentan verkauft er nur diese Sachen. Affinitätsöl, Ausdauer, Umkehr, Ambrosia. Wird später interessant. Und verkaufen tut er uns eigentlich ja auch ganz coole Sachen, aber brauchen wir erstmal nicht. So, ich kann ja mal schauen, was wir so anbauen könnten. Oh, hier, die sind auf jeden Fall durchs Training ein bisschen müde. Die muss ich gleich mal wegschicken. Ich schicke mal Mario hier rein. Mal sehen, was kannst du anbauen lassen. Was brauchen wir denn? Eigentlich ja gar nichts davon. Ja, lasse ich das. Aber auch nichts davon. So. Wir sind erschöpft vom Training. Das heißt, dann zack. Gucken wir mal. Kameraden trainieren, hier war das. Dann kommen die weg. Dann können die mal hier trainieren. Das geht genau auf, okay. So, dann trainieren hier die nächsten schon mal. Und man kann jetzt nämlich hier beim Dojo Spezialtraining machen und hier ein Nickkätzchen oder Nickkätzchen, warum man das aussprechen möchte. Lass den Kameraden ein Nickerchen machen, um eine große Menge Enthusiasmus wiederherzustellen. Das machen wir jetzt auch mal. Und zwar, hier sieht man es auch an den Köpfen, dass sie halt, ne, ein bisschen down sind. Und dann kann man hier sagen, komm, du gehst da rein. Du gehst da rein. Du gehst da rein. Man schlafen die mal hier so ein bisschen, beziehungsweise ruhen sich ein bisschen aus, um den Enthusiasmus zu steigern. Dann können sie ja weiter trainieren. So wie die anderen hier. Gut. So, dann schaue ich nochmal nach. Und die Folge auch schon eigentlich wieder fast vorbei. Da mache ich jetzt nochmal nebenbei schnell die beiden Tatzenpässe. Die müssen wir auch noch irgendwann erledigen hier, ne? Geht ja schnell. Und dann machen wir das mit diesen Bären, was ich eigentlich gesagt habe, beim nächsten Mal, in der nächsten Folge. Magst du sammeln? Dann habe ich genau die richtige Aufgabe für dich, mutige Jäger. Nimm was immer du magst, oder mutiger Jäger. Wenn du fertig bist, gib einfach den Tatzenpass ab, den du in der Vorratsbox findest. Ja, und das wird jetzt ziemlich fix gehen. Da wird jetzt einfach hier in die Truhe gehen und dann ist der Tatzenpass schon da. Das finde ich ja zum Beispiel nämlich viel angenehmer. Dass der Tatzenpass halt sofort da ist, ne? Nicht, man nicht immer 2 Minuten sammeln muss. Das mache ich jetzt nur. Natürlich könnte man jetzt hier sammeln gehen. Das ist ja völlig logisch, ne? Sollte man auch. Deswegen ist ja die Erntetour da. Ich mache das jetzt bloß, um einfach mal die Quest in der Reihenfolge abzuhaken, ne? Deswegen nicht wundern, wenn ich jetzt hier so komisch agiere und jetzt bei der beziehungsweise bei der Erntetour hier gleich abgebe alles. Jetzt einfach nur, damit die Quests durch sind halt, ne? Damit wir gleich alles komplett haben. Dann kommt das alles in die Vorratsbox. Hier sind unsere Belohnungen, unsere Punkte. Hier speichern wir wieder ab. Und machen gleich den nächsten Tatzenpass. Obwohl ich mal nachgucken müsste, es kann passieren, dass wir jetzt demnächst, wenn wir ein paar Monster gemacht haben, ich will mal gleich gucken. Das kann ich ja jetzt schon hier bestimmen. So bei ihr. So, schauen wir mal rein. 2 Sterne-Quests. Was haben wir denn noch? So, ja, die Bären, die Fahne hier, die 20 Stück, kriegen wir auch noch hin. Die 1000 Punkte ist auch noch okay. Das haben wir schon. Hier, wenn wir Landhai gemacht haben, Genprey, Helmitower, die Genleber und so. Ich glaube, ja, Velocipray und so kriegen wir auch noch hin. Giaprays und Jagias. Bevor wir das erste große Monster machen, also das erste richtig große Monster, weil hier Landhai zähle ich auch nicht dazu, also das Kieferdrom oder Zephadrom zähle ich nicht dazu. Sondern so, was weiß ich, so ein Kutgu, also einen ersten großen Wyvern, sage ich mal. Wenn wir den machen, oder kurz bevor wir den machen, würde ich gerne das Schwert, was wir gerade auf dem Rücken tragen, auch noch verbessern. Oder hat er schon... Nee, das wollte ich nicht. Hat er schon neue Waffen? Eine Knochenwaffe. Das ist jetzt nicht das, was ich will.
Wie sieht's denn hier aus? Was brauche ich denn? Brillantkäfer. Genau. Oder wir machen Lagombi-Sachen. Und machen daraus sofort ein Lagombi-Schwert. Also mit Eiselement. Aber hat minus 10 Affinität. Muss man halt schauen, ne? Könnte natürlich jetzt auch irgendwas, was weiß ich, die Morph-Axt beispielsweise machen. Das lasse ich erstmal kurz. Der können wir später mal spielen. So, jetzt machen wir mal schnell die Tatzenpass-Quest. Da werde ich mir nochmal belesen, so, ne? Oder beziehungsweise nochmal gucken, was genau wir machen. Auf jeden Fall würde ich die Waffe verbessern, bevor wir den ersten großen Wyvern angehen, damit wir da nicht immer abprallen, ne? Weil die Waffe ist nicht so gut aktuell. Und das ist nicht fördernd, sage ich mal, um die Quests abzuschließen. Magst du sammeln, habe ich genau das Richtige, die richtige Aufgabe für dich, mutiger Jäger, nimm, was du kannst. Ja, okay, das ist genau derselbe Text. Machen wir auch. Ist halt nur in den Dünen jetzt. Aber ansonsten kein Unterschied. So. Wie gesagt, ne, die Folge hier ist jetzt mal auch wieder so eine Ausnahmefolge, dass sie so spät gekommen ist. Morgen, ich werde jetzt hier gleich im Anschluss weiter aufnehmen, das heißt, morgen wird dann wieder pünktlich um 15 Uhr für euch eine Folge kommen. Und dann werde ich halt weiterhin versuchen, täglich dieses Niveau, sage ich mal, beziehungsweise Niveau ist ja vielleicht falsch gesagt, aber diesen täglichen Upload werde ich auf jeden Fall eine weiter anstreben. Und ich habe euch ja schon ganz ausführlich in dieser Folge erklärt, wenn mal nichts kommt, ne, nicht wundern. Das hat dann entweder aus Zeitgründen nicht geklappt, dass ich wirklich keine Zeit hatte aufzunehmen, oder halt aus, ja, ich nenne es mal Motivationsgründen, weil Lust, ich weiß nicht, ich finde das immer so blöd zu sagen, ja, du hattest du keine Lust, weil Lust habe ich immer auf Monster Hunter, weil ich kann es nicht leugnen. Ich habe es in den letzten zwei Tagen, wo halt nichts kam an Folgen, habe ich Monster Hunter gespielt, also mit meinem Privatspeicher halt, ne, also das kann ich halt nicht leugnen. Spaß habe ich immer an Monster Hunter und spielen würde ich es halt die ganze Zeit. Nur wie gesagt, ist der Unterschied ja hier, dass ich noch hier kommentiere, wenn ich ja aufnehme. Und mir das halt nicht gefällt, wenn ich, ja, halt mich nicht so dabei wohlfühle, so nenne ich es jetzt mal. So, die nächste Textbox hier nehmen wir auch nochmal schnell mit. Ist wahrscheinlich wieder irgendwas auf der Alm. Natürlich. Du warst sehr eifrig und hast Kameraden auf die Jagd genommen. Danke, überreiche ich dir den Kameradenschein. Ja, vielen Dank. Habe ich doch gern gemacht. So, gut, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal werden wir dann die, in der nächsten Folge halt diese Bären einsammeln. Ne, die hier in der Quest drin waren, diese, wie hießen die noch gleich? Das muss ich wieder selber nachschauen. Ob ich das immer wieder vergesse. Die uralten Bären, genau, und die Fahne hier, ne, die beiden Quests werden wir in der nächsten Folge machen. Buchhaltung, dann denke ich mal in der übernächsten. Ich werde jetzt der Reihe hier nachgehen, ne? Weil, wie gesagt, wir haben uns jetzt ja darauf geeinigt, dass wir jede Quest machen, bevor wir weitergehen. Und das heißt, ich mache die Reihenfolge halt. Ne, warum nicht? Es war viel Sammeln hier mittendrin, aber naja. Wenn später auf jeden Fall auch so kommt, dass viele Sammelquests hintereinander kommen, dann werde ich ein bisschen abwechseln. Aber hier geht's gerade. Außerdem kann ich bei den Sammelquests immer ganz gut reden. Was bei Jagd ein bisschen schwieriger ist, weil ich mich daher konzentrieren muss und ich denke mal, das ist ganz gut, dass ich jetzt erstmal zumindest in dieser Folge ein bisschen quatschen konnte, ne? Und euch ein bisschen näher bringen konnte, warum ab und zu Pausen sind. Gut. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war's dann erstmal wieder mit Monster Hunter Generations für heute. Beim nächsten Mal dann die uralten Bären und die Fahne nochmal einsammeln. Und wir sehen uns dann, ne? Bis zum nächsten Mal. Tüdelü.